Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian. Ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox die Holzproduktion vor. Ja, der gute Modder NYKK3, ich weiß nicht, ob man das ausspricht, der und die Modder schreiben ihre eigene Mod-Beschreibung, dass dieser Mod auch für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch von sofort der Konsole, sprich PC Mac ist da, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können unseren Mod herunterladen und nutzen. Wenn euch unser Mod schon gefallen, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wer es noch nicht getan hat, den Kanal abonnieren, sprich die Glocke aktivieren, um keine weiteren Mods zu verpassen, kostet euch alles kein Geld. Würden wir uns natürlich sehr, sehr darüber freuen. Däumchen könnt ihr schon da lassen, wäre natürlich super. Ja, was ist das für eine Produktion? Hier könnt ihr Holz herstellen, in verschiedensten ja, Möglichkeiten nennen wir es mal. Die Produktion kostet 20.000, 20 Euro am Tag, hat eine Kapazität von Wasser von 20.000, ihr braucht Saatgut, also 2.000, also Mist 5.000 Liter Kapazität, eine Güllekapazität von 5.000 und eine 3.000 Liter Holzkapazität habt ihr. Hackschnitzelkapazität sind 10.000 Liter und Bretterkapazität sind 2.000 Liter. Zu finden ist das Ganze bei Bauen, jetzt nicht in der Produktion, sondern Gewächshäuser. Hier für 20.000 Liter könnt ihr schön platzieren und dann halt ja, nutzen. Das hier ist eine fertige Holzplatte. Ich habe schon ein bisschen alles voll gemacht, um die Zeit ein bisschen laufen lassen, weil ihr habt mehrere Möglichkeiten, das Tempo zu erhöhen. Also ihr seht, ich spiele auf Tempo 5 und es spawnt hier nachher eine Platte nach der nächsten. Liegt daran, wir gehen mal jetzt ins Produktionsmenü. Ihr habt Holz langsam, Holz schnell. Also seht ihr, hier braucht ihr Wasser und Saatgut. Hier braucht ihr Wasser, Saatgut und Mist oder Dünger. Und hier braucht ihr Wasser, Saatgut und Gülle. Denn da produziert er recht schnell. Hier ist es eher langsam, sprich, also, für Bretter braucht ihr nur Holz. Bekommt ihr Bretter und Hackschnitzel raus, wenn ihr schnell haben wollt. Okay, da ändert sich jetzt nichts. Das sind nur die Zyklen, die sich ändern. Okay, alles klar. Auf jeden Fall seht ihr, jetzt habe ich schon das alles eingefüllt. Habe schon 1000er Holz. Noch keine Bretter, noch keine Hackschnitzel. Jetzt müssen wir aktivieren das Ganze auch mal hier, damit es auch vorwärts geht. Und jetzt müsste das Ganze eigentlich dann, seht ihr schon, Bretter fangen an, 1 Liter und jetzt kommt es nach und nach, geht jetzt los. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt gerade nicht bewegen kann. Ah, da ist nicht. Ne, ist kein Error. Irgendwo verkantet, keine Ahnung. Kann auch an meinem Controller sein, der gerade hier mit rumspringt. Nein, auf jeden Fall, seht ihr jetzt hier, kommt die nächste Palette, wenn wir jetzt vom Spawn runternehmen. Natürlich müsst ich habe jetzt einen starken Bauer an. Natürlich müsst ihr jetzt da immer gucken, dass ihr seht ihr, zack, ist die nächste, dass ihr dann sagt, ihr könnt es auch hier abstellen und wieder reinpacken, ne, damit ihr auch Bretter kriegt und so. Aber das ist halt das Prinzip: ihr gebt hier quasi Holz ab. Ne? Hier ist Holzverkauf. Entschuldigung, also ihr habt dann eine Holz verkauft. Hier könnt ihr Holz abliefern. Holz verkaufen, sieht ihr hier, zack, schon die nächste Palette wieder da ist. Ich will mal hinstellen. Ne, der Holzverkauf ist jetzt. Jetzt zieht sich dann nur einzeln ein. Hier habt ihr natürlich die Ausgabe von Hackschnitzel. Hier müsst ihr die Flüssigkeiten alle hinbringen, also sprich Gülle oder ja, Gülle. Und dann die anderen Sachen hier hinbringen. Schon könnt ihr, also hier hinten ist es mit Saatgut und so weiter, genau. Dann fängt diese gute Anlage an, schon zu produzieren. Ich finde designtechnisch mit der kleinen Holzhütte hier, mit der Kreissäge und diesen paar Andeutungen, finde ich eigentlich ganz witzig, auch recht kompakt und klein. Und sie produziert halt immer 1000 Liter. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier Massen an Holz habt, ne, sondern halt so kleine Mengen. Finde ich persönlich ganz witzig und macht auch ein bisschen was her, muss ich sagen. Ja, und dieser Log ist fehlerfrei, das kann ich euch sagen. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr einen Daumen nach oben freuen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Würde mich sehr interessieren. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen. Wäre natürlich wichtig, auch für uns. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.